Das heißt, bei euch ist Frau hat nichts zu sagen. Ja, oh, kommt drauf so, an, so beim Schlafen. Okay, du hast mehr was zu sagen. Ja. Also das heißt, hast du einen Freund? Nein, ne? Ja. Echt? Ja. Du hast mehr was zu sagen? Ja, natürlich. Boah! Wir sind Männer. An alle Mädchen da draußen, denkt nicht falsch. auf jeden Fall, ich will Eier und so auf den Tisch, wenn ich von Arbeit komme. Weil er macht nicht Haram oder so. Ich bin Albaner. Was denn? Ja, warte, der Mann, die Dios an. Der hat noch nie eine Freundin, Bruder. Ich kann was heißt du? Der hat noch nie eine Freundin, Bruder. Der kann nicht weiter. Ich möchte nicht, dass Leute dich so anbaggern. Ich weiß, wie die sind. Bleib lieber hier. Nein, ich will trotzdem gehen. Super! So, dein Freund kommt so voll süß. Ey, guck mal zu, ich möchte das nicht. Guck mal, lass dich mal hier. So. Oder zieh dich ein bisschen besser. So ein bisschen. Willst du trotzdem so gehen, wie du möchtest? Ja. Yo. Wer bist du? Wer bist du, Mann? Ach so, ist eine Kamera? Wow, Guan. Let's get it poppin', yeah? So, tut mir leid, Leute. Ich war kurz weg. Aber jetzt hab ich kapiert, wo ich gerade bin. Ich bin bei Gypsy TV. Okay, shit. Come on. We're back. It's gonna be a mad thing, yeah? So, wir sind gerade hier in Köln. City, schau mal, zeig mal ein bisschen dumm für die Leute, die noch nicht hier waren. So, stabil, oder nicht? So, und zwar habe ich heute eine geile Frage. Für die Kölner, wer hat in der Beziehung die Hosen an? Oder in der Ehe? Wer hat mehr zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich würde es aber gerne wissen. Für mich? Ich würde gerne wissen, wie es für mich ist. Leute, come on. Der Mann hat alles zu sagen, die Frau darf nicht sagen. Nein, come on. Ich meine es ernst jetzt, Mann. Die Frau darf nicht mal den Mund aufmachen. Nein, Spaß, Mann. Ey, yo, bevor die Leute das ernst nehmen. Also ich bin der Meinung, aber ich möchte mal gucken, was die Leute sagen. Dann let's go. Let's get it poppin'. Let's get it. Yo, Wagwan. Wagwan. We're back, yeah? Come on, Name, Alter, Bruder. Hamza, Bruder. Stabi. 21 werde ich jetzt. Okay. Abschi. Aber warum sagst du 21? Du bist 20. Okay, was sagst du, Bruder? Warum bist du 21? Dezember, Bruder. Ach so, okay. Ja, kann man sagen. Du? Abschi, 23 Jahre alt. Nochmal dein Name. Abschi. Hapchu. Hatschu. Hatschu. Okay. Scheiße. Admir und ich bin 18. Du? Chandram, 17. Du? Mohamed Jaid, 17. Was denn jetzt hier? Ich muss mal diese machen, damit Leute wissen, okay, easy. Okay, dein Name und Alter? Sarah, 18. Stabil. Michelle, 20. Nice, was macht ihr hier? Wir gehen gleich feiern. Wo? Vanity. Hey, stabil. Was? Also du auch, ne? Sorry, genau, stimmt. Sarafina. Wie alt? 18. 18, okay. Ziad. Wie alt? 23. Hey, stabil, du? Frank, 20. Okay, guck mal. Yari, 23. Du falsch. Okay, warte. Die wollte ich immer jünger machen, ja? Okay. Schnitt. Okay, weiter geht's. Okay, yes. Okay. Alles gut? Okay, jetzt nochmal. Take number two. Yari, 26 Jahre. Okay, du kannst noch 23 bitte. Frag nicht. Alles klar. Okay, Leute, die Frage ist jetzt, wer hat in einer Beziehung oder generell Ehe die Hosen an? Bruder, der Mann, ja. Safe? Warum? Bruder, ich meine, guck mal, heutzutage, ne, normalerweise war es ja früher so, dass nur der Mann arbeiten gegangen ist und die Frau hat zu Hause gechillt. Ja, Mann. Bruder, heute, meine Frau muss arbeiten, Bruder, so. Aber Bruder, ja, noch immer mal, Urlaub, noch Bruder, ich sag dir. Ja, Mann, ja, nochmal. Okay, warte, guck, ich wieder. Okay. Aber der Mann, Bruder, der Mann, safe. So, aber sagen wir, hat die Mutter, also sag ich Mutter, ey, ich kann nicht reden. Hat der Mann 100% immer? Ja, okay, sagen wir 80%, Bruder. 80%? Ja, Bruder. Stabil. Was sagst du? Mann.
Was? Wer ist nochmal die Frage? Sorry. Sagen wir so, guck mal, es gibt, in jeder Beziehung gibt es den Innenminister und es gibt den Außenminister. So, Innenminister ist natürlich die Frau. Sie kümmert sich um die Kinder, um den Haushalt, okay, um alles, was zu Hause passiert. Der Außenminister ist zum Geldverdienen da. Der kümmert sich um die Finanzen und guckt, dass alles stimmt. Okay. So, also mehr zu sagen hat für mich der Innenminister zu Hause. Bam. Boah, das ist hart, ja? Also willst du mir sagen so, boah, krass. Also willst du mir sagen so, dein Mann später so, du hast mehr zu sagen als er. Was oh. will die? Die kriegt deine Ohrfeige so. Ach so, egal, ja. So, okay. Was sagst du? Ja, der Mann natürlich. Wieso? Warum nicht die Frau? Wieso? Ich weiß trotzdem, keine Ahnung, ich weiß, Mann. Mann, trotzdem. Mann. Wie, also wer hat mehr was zu sagen? Also wer hat am meisten zu sagen? Der Mann oder die Frau? Ich. Warte, ich übertrieben, ja, ich höre es hier. Nein, sag, ey, aber ich habe eine Antwort, ja? Sauer, Bro. Okay, nochmal ganz kurz für dich. Wer hat in der Beziehung die Hosen an? Wer hat mehr zu sagen? Der Mann oder die Frau? Der Mann. Der Mann, warum? Ja, keine Ahnung, was soll ich zu sagen? Was denn? Ja, warum hat denn der Mann die Dios an? Was heißt du? Der hatte noch nie eine Freundin, Bruder, der kann nicht weiter. Also kannst du den zu Hause, also kannst du dir wirklich verbieten, so rauszugehen und so? Nein, also aber. So. Kann er dir verbieten, rauszugehen? Nein. Aber du hättest aber die Chance dazu? Aber wenn der sagen würde, also doch, der könnte mir das verbieten. Okay. Der könnte, aber der würde nicht. Der würde nicht. Also mich kann man nicht einsperren. Ich bin ja kein Tier, weißt du? Nein, aber es ist eingesperrt. Aber zum Beispiel so, zum Beispiel er sagt so, ey, ich möchte, dass du heute da gehst, weil so und so. Ja, dann kommt auf die Situation an. Aber so, grundsätzlich habe ich mehr zu sagen. Beide. Beide? Ja. Sicher? Ja. Also gibt es keine Sachen so, wo du sagst, okay, ey, der Mann hat mehr zu sagen? Nee. Ey, okay, du? Ich bin auch beide. Ey, komm mal bitte beide jetzt runter, ja? Wollte mir sagen so, beide, okay. Man kann keine klare Antwort geben, aber so, es gibt viele Sachen, was Feiern angeht, was angeht, wo man diskutieren kann, aber am Ende des Tages finde ich, der Mann hat mehr zu sagen. So, das ist, boah, die erste richtige Antwort, ja? Leute sagen mir ganz gleich. Natürlich, Gleichberechtigung, natürlich, aber wer mehr zu sagen, das möchte ich wissen. Wer gleich sagt, der hat einfach Angst vor seiner Frau und so, dann weißt so, du, weiß dann weißt du, die Frau hat mehr zu sagen. Da, genau, so, das ist, ey, crazy, ja? Was sagst du? Oder schwer, ja, aber ich sag mal so, ich bin auch dafür, dass es eigentlich gleich ist. Es gibt aber bestimmte Dinge, wie er sagt, beim okay. Feiern, wenn ein Mädchen feiern geht, ist was anderes. Okay, weil so. Die geht feiern, jeder Junge spricht die an, weißt du, was ich meine. So ein Junge ist immer was anderes, kann ich natürlich auch selbst verteidigen, was weiß ich, so. Aber es kommt immer auf die Situation an, ja. Hat die Frau Rechte? Ich glaube schon, ja, der hat Rechte. Ja, okay, die Frau hat Rechte, da hast du gut geantwortet. Aber hat die Frau dann überhaupt was zu sagen? Ich glaube, nein. Du glaubst? Frau hat nichts zu sagen. Der hat nichts zu sagen. Nur dein Mann? Ja, nur die Mann, Alter. Are you mad? Scheiße. Crazy. Also du sagst, Frau hat nichts zu sagen, 100%. Und du sagst? 80% der Mann, 20% Frau, Bruder. Ja, Bruder. Guck mal, von mir, du hast recht. Du hast... Die ist mad. Deutsche Frau, Bruder. Kennst du die deutschen Frauen, Bruder? Die machen ja direkt Scheidungen und so, Bruder. Ja, ja. Ich glaube, bei denen auf jeden Fall 40% so. 40%, okay. Aber ich glaube, so bei afrikanisch-türkischen Frauen, Bruder, so ja, eher Süden so. Ich glaube, Süden, ja. Süden. Bruder, bei denen, glaube ich, haben Männer mehr, Dings, ja. Mehr, ne? Safe, Bruder. Hey. Da kennst du die afrikanisch und die. Guck mal, die. Sieht euch richtig aus hier vor Kamera. Wallahi. Aber, ich sag mal so. Ja, der ist doch den ganzen Tag unterwegs, Geld verdienen. So, also, wenn er nach Hause kommt und die Kinder hören nicht, dann muss der dem Innenminister zustimmen und sagen, pass auf, der Innenminister hat gesprochen und ihr hört jetzt gefälligst, was der Innenminister sagt. Ach so. Ah, okay, hey, ich verstehe, außer Innenminister. Auf jeden Fall auch der Mann, ja. Warum nicht die Frau? Warum nicht gleich? Das frage ich mich auch jetzt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall die Frau, ja. Das ist halt so. Die Frau, sag ich, Bruder. Der Mann, ja. Der Mann auf jeden Fall. Was sagst du? Wir sind Männer.
an alle Mädchen da draußen, denkt nicht falsch. auf jeden Fall, ich will Eier und so auf den Tisch, wenn ich von Arbeit komme. Wallah, macht nicht Haram oder so. Ich bin Albaner, fuck ja, Wallah. So, okay, das heißt bei euch Albaner, ist halt so, der Mann hat so mehr zu sagen. Ja, so mäßig, ja, so mäßig, okay. Ja. Okay, krass, ja. Oh Mann. Okay, aber erklär mir mal deine Erklärung, warum du mehr zu sagen hast. Ja, weil ich die Frau bin. Okay. Ich will nicht. Okay, erklär einfach. Bitte. Wenn der nicht hört, dann ich tue dir mehr weh, wenn ich dem so meinen Körper entziehe, als. Weißt du, wenn der nicht hört, dann hat der mehr Schuld. Ja, so, diese abends rausgehen. Ja, ich würde ihm das auch nicht verbieten. Was? Also, wenn ich gehe. Ey, bei mir scheiße, bei mir. Also. Wenn man das verbietet. Ja. Ja, ich würde trotzdem gehen. Ey, du willst trotzdem gehen. Guck, genau sowas. Da fangen wir an. Wenn du den Mann das verbietest. Würde ich ja nicht. Weil ich ihm vertraue. Das hat aber nichts mit Vertrauen zu tun. Lieber mal sagst du, ey, guck mal, hör mal zu. Ich möchte nicht, dass Leute dich so anbaggern. Ich weiß, wie die sind. Bleib lieber hier. Nein, ich würde trotzdem gehen. Support! So, dein Freund kommt so voll süß, ey, guck mal, hör mal zu, ich möchte das nicht, guck mal, lass dich mal hier, so. Oder zieh dich ein bisschen besser, so ein bisschen, was, willst du trotzdem so gehen, wie du möchtest? Ja. wie sieht's bei dir aus? Du bist die Freundin der Baby. Ich will das Namen nicht, ich will nicht aussprechen. Aber was würdet ihr machen? So, aber so zum Beispiel, die hat auch andere Freundinnen, aber diese Freundin, ihr kennt die. Okay. Manchmal, ich hab dich schon geflext, so, weißt du, ja. So dieses, sag mal so. Boah, ich sag dir ganz ehrlich, wenn diese gefälscht ist, ja. die bleibt mit dem Arsch zu Hause. So, okay, und jetzt andersrum. Würdest du zulassen? Ja, ist okay, das ist auch ja schwer. Würdest du zulassen, deine Freunde sagen, hör mal zu, du bist nicht zu Hause, heute gehst du nicht? Bruder, wenn ich die hart liebe, kann das sein, aber okay. So, bis dahin ist gut. Ja, gut, aber gut. So. Oder wenn so ist, dann sag ich, ey, chill mal, so. Ich weiß, was ich mache, so, ja, okay. Chill mal. Bei dir? Es ist wirklich schwer, also, kommt auf Veranstaltungen an, kommt auf die Leute an, die da sind, ich sag mal so, wenn ein Kollege Geburtstag feiert oder sowas, dann bin ich eh immer dabei, ne, weil das ist ein bisschen was anderes. Okay. Aber... Bruder, guck mal, ich komme von Arbeit nach Hause. Ja. Ich will Essen haben. Ja. So. Diese. Und nicht diese Krieg erstmal, ne? Nein, Bruder. So. Ja, Bruder, so, ehrlich. Ey, also, was willst du sagen zu deiner zukünftigen Frau? Guck mal. Du gehst arbeiten, aber du musst immer früher als zu Hause sein. Essen muss da sein. Rest Khalas. Was sagst du? Ja, auch, wie die gleiche, wie sie sagt. Nein, bei dir? Deine Frau darf nicht mal reden, glaube ich, ne? Die darf nicht reden. Wallahi. Ey, Leute, wir müssen auf Kinder aufpassen. Guck mal, rein theoretisch, wir haben doch den härteren Job. Sind wir doch mal ehrlich. Was ist denn der härtere Job? Frau zu sein. Wir müssen mal, unsere Kinder gebären. Guck mal, das Ding ist, wir... Hast du jemals gehört, dass eine Geburt einfach war? War nicht. Noch keiner Schnitt. Tschüss. Nicht mal dann, guck mal danach. Die Frau ist doch 2-3 Wochen, ist sie doch lediert. Ach so, ja. Kannst du nichts machen? Nein, aber ey, jetzt Leute, da kriegst du wieder von Frauen hier wie so Drogen oder so. Ey, Leute, ich respektiere das wirklich. Die Leute, die mich auch kennen, ich respektiere wirklich alles, was die Frauen leisten. Diese Geburt etc. Ich respektiere das. Danke. Safe. So, wie sieht es bei dir aus? Okay. Hey, ich würde drauf gucken, was er macht. Wenn er geht, dann gehe ich auch. Also zusammengehen. Ja, zusammengehen. In diesem Leben niemals gehe ich mit meiner Frau. Nein, aber zum Beispiel, mein Freund ist zu Hause und dann sagt er, ey, bleib mal lieber hier. Du hast aber schon geplant mit deinem Girls. Ja, dann frage ich ihn, warum. Er sagt so, ja, ey, guck mal, ich möchte nicht, dass es so ist, weil ich weiß, wie die ganzen Jungs da draußen draußen, deswegen. Ja, ich würde sagen, der soll mir vertrauen und wenn er es nicht tut, dann ist halt scheiße. Dann gehst du trotzdem, ne? Es kommt drauf an. Nein, wenn er halt wirklich nein sagt, also wenn er es wirklich nicht will, dann respektiere ich das. Guck, genau, so läuft das, weißt du, mein, da ist das ja. Wenn ich das sage, dann tut das ja auch nicht. Das Ding ist, ja, aber feiern, nein, geht nicht. Ich glaube, das ist falsch. Ach so, das heißt, du machst so diese, ey, hör mal zu, wenn du dich hörst, ich bin weg und so, ey. Mäßig, ja. Boah, aber dann ist dein, ich will ja nichts unterstellen deinem Freund, aber dann ist dein Freund ein bisschen wuff, wuff. Nein, mein Freund, ist ja kein wuff, wuff. Nein, ist er nicht. Okay, Bro, du bist kein wuff, wuff, aber Bro, nimm dir mal ein bisschen, natürlich, aber stell dir vor, ihr seid frisch in der Beziehung.
Boah, frisch geht gar nicht, ja. Gar nicht, ne? Frisch geht gar so, nicht. So, da haben wir das. Auch, weil frisch, sein, frisch, ja. Dieses Band, das euch zusammenhält, Bruder, das ist diese Schnur, weißt du, ja. Tack, die so, das ist das. Tack, tack. Die ist kaputt. Die ist kaputt. Das ist dieser Seil, Seil, genau. Das ist diese Tapper, Schnur, ja. So, weißt du, ich meine? Bruder, warte, tack, tack. Das ist kaputt, ne? So, okay, das heißt bei euch, Alban, das ist halt so, der Mann hat so mehr zu sagen. Ja, so mäßig, ja, so mäßig, okay. Ja. So okay, mäßig. Krass, ja. Das heißt, stell dir vor, deine Frau sagt zu dir, ey, heute gehst du nicht raus. Würdest du akzeptieren? Ich würde sagen, ich gehe bei meinem Onkel, aber ich würde mit meinen Jungs gehen, ja. Alles direkt lügen, oder was? Ja, kommt drauf an. Was ist bei dir? Standort ist auch. Bei mir hätte ich auch gesagt, ja, auf jeden Akzeptierst Fall. Akzeptierst du das? Manchmal ja, manchmal nein. Bei der Frau? Bei der Frau? Nein. Ja, wenn die sagt, Bruder, du bleibst also, boah, die muss zu Hause bleiben. Du musst sie mal langsam wieder richten. Weißt du, ich meine, weil die sagt, ey, die hat mehr zu sagen. Ey, boah, geht nicht. Aber seid ihr ehrlich, im Eigentlichen, was zu Hause angeht, hat die Frau mehr zu sagen. Aber im Großen und Ganzen, eigentlich über das ganze Leben, so, hab ich mehr zu sagen. Weißt du, ich meine, sagen wir mal so. Ihr habt nur einen Platz, das ist zu Hause, fertig. Das ist die Schnur, ja? So, weißt du, ich meine? Oder, warte, tack! Das ist kaputt, und ein anderer hat die in der Tasche, weißt ich meine? So, weißt du? Du musst die festhalten erstmal. Mach okay. Dieses Band erstmal hart und dann so. Und wenn die jetzt, also, wenn die jetzt mit der gleichen Sache, wie du gerade gekommen bist, auch kommt, würdest du auch dann... Ah, Bruder, ich darf nicht gegen mich verwenden. Das ist mein Argument. Nein, aber Chefo, du hast selber reingebracht. Chefo, ich sag es zu dir so genau, was du gesagt hast. Ja, ich stehe zu dem, was du gesagt hast, ich sage, ja, okay, du hast recht. Ja, du hast recht. Also, wenn frisch ist, wo so... Weil die muss mir auch erstmal vertrauen, weißt ja, du? Ja, stimmt. Okay, crazy, ja? Das war's bei dir auch, dasselbe, ne? Dasselbe, ja. Ah, crazy. So, wir haben das. Aber ihr habt, ey, seid die Ersten, die richtig was Richtiges gesagt haben, ja? Das ist stabil, auf jeden Fall. So, ihr Frauen, also es kommt meine Meinung auch noch dazu. So, aber wenn ihr sagt, du musst... Ich? Ja. Ich würde trotzdem rausgehen. Echt? Ja. Das heißt, bei euch ist, Frau hat nichts zu sagen. Ja, kommt drauf an, so beim Schlafen. Allein, ey Jungs, das war's auch schon, ey. Wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Mut bin, so, ey, hör mal zu, meine Freundin geht nirgendwo hin, die bleibt zu Hause, Ist halt so. So, weißt du, mein? Ich schwöre, ist so. Wenn die sagt, ich akzeptier's nicht, ich geh trotzdem, was machst du dann? Bruder, ne, ich sag dir ehrlich, ich zieh an Haare, du bleibst hier drinnen. Boah, ey, wenn ich nicht möchte, dass du gehst, dann gehst du nicht. Fertig. Weil wenn du hartnäckig machen möchtest, dann bin ich auch hartnäckig. Das ist komplett Bruder, es ist aber so. So, ah, wo ist sie so? Bruder, wenn du hartnäckig machen möchtest, ich mach auch hartnäckig. Ich sag dir, hör mal zu, Schatz. Hör mal zu, guck mal, bleib zu Hause. Ich möchte, dass du heute rausgehst. Ja, okay, aber so und du machst. Besser als wenn du. Guck mal, wenn du sagst, so, ja, wenn du auf ruhig machst und dann so, Schatz, komm, ey. Ja. Ich find's nicht so gut und so, bleib mal zu Hause jetzt. Das ist. Aber es gibt Frauen, die sagen trotzdem, nee, ich geh trotzdem. Weißt du, ich mein? So, das ist ein Streit. So, das ist das Ding. Ich finde aber auch so, ey, ist Gleichberechtigung, so, weißt du? Der Mann hat eigentlich genauso viel zu sagen wie die Frau. Das heißt, wenn es um eine Sache geht, hat die Frau eigentlich. Sagen. Auch Mitspracherecht, so, weißt du, mein? Aber. Ich feier auch, wenn die ein Wort hat. Genau, aber ich sag mal so, ne? Es gibt ein paar Dinge. Da, wo die Männer einen Plan haben, da können die Frauen nur kurz einen Tipp geben oder so, weißt du, ein bisschen so, ja, Senf dazugeben, aber ey, du entscheidest, am Ende des Tages, ey, Mädchen, ey, Frau, das ist mein Ding. So, weißt du, ich habe zugehört, ja, du hast ein bisschen kurz was gesagt, ey, Problem, ich überleg mir, nein, aber trotzdem habe ich meinen Plan. Fertig. So, das war's, Leute, ja. Also, für an die zukünftigen Frauen, die mich kennenlernen oder meine zukünftigen Frau, so, weißt du, du hast was zu sagen, natürlich, alles easy, aber ich habe mehr, ganz einfach.